Stehen wir vor einer Art Finanzkrise 2.0? Die Antwort ist mit überragender Wahrscheinlichkeit ja. Und die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern nur, wann das passiert. Denn das System in den USA ist so gehebelt, das kann auf Dauer nicht funktionieren. Da gibt es physikalische Gesetze, die nicht außer Kraft gesetzt werden können. Diesmal ist nicht alles anders. Diesmal wird es so enden wie bei der Finanzkrise 1.0. Was ich damit meine, das will ich in folgendem Video zunächst mal darstellen. Hier sehen wir mal eine Form der Hebelung. Wir sehen das Optionsvolumen. Wir hatten in den letzten Tagen das größte jemals verzeichnete Optionsvolumen auf Einzelaktien. Fast alles davon natürlich auf Calls, weil Aktienmärkte steigen ja immer, gar keine Frage. Wir sehen hier mal, wie stark das auseinanderdriftet. Die Calls, buff, nach oben, die Puts, bums, nach unten. Also die Wetten auf steigende Märkte nach oben, die Wetten auf fallende Märkte praktisch nicht mehr existent. Das geht so lange gut, bis es nicht mehr gut geht. Heute ging es bei Tesla nicht mehr gut. Sie wissen, Elon Musk hatte am Wochenende eine Abstimmung gemacht, ob er 10% seiner Aktien verkaufen solle. Eigentlich muss er sowieso verkaufen, weil er aufgrund seiner Optionen, die er bald ausüben muss, 15 Milliarden Dollar an Steuern wird zahlen müssen. Wir sehen, heute kommt Tesla mit etwa gut 10% unter Druck. Das liegt am sogenannten Gamma Squeeze. Möglicherweise hat Elon Musk schon verkauft oder Teile verkauft, glaube ich allerdings nicht, denn von dieser Abstimmung bis hin zum Umsetzen, da braucht es normalerweise länger. Das geht nicht so schnell, das muss man anmelden, gerade wenn man ein so großes Paket absetzt, wie Elon Musk das vorhat. Also das ist sozusagen der Kursverlust, der schon mal eintritt, mit großer Wahrscheinlichkeit ohne die Verkäufe von Elon Musk. Und es ist mir ja fast peinlich, ab und zu mal darauf hinzuweisen, dass Tesla ja eine durchaus sportliche Bewertung hat, mehr Wert als alle anderen Autokonzerne zusammen, bei gleichzeitig einem Marktanteil von sage und schreibe 1,2%. Da ist doch mal eine gewisse Bewertung gerechtfertigt. Wie kommt das? Elon Musk ist ja alleine davon abhängig, dass der Aktienkurs nach oben geht. Das hat er in diesem Tweet, wo er die Abstimmung gemacht hat, soll ich meine Anteile oder 10% meiner Anteile verkaufen, hat er klar gemacht, ich bekomme kein Gehalt, nur der Aktienkurs. Also was macht der gute Elon? Etwas, was er mit Dogecoin und anderen Sachen gemacht hat. Er pusht den Kurs nach oben und er hat ein paar freiwillige Helfer. Und dann kommen noch die Market Maker, die, wenn sie sehen, dass die Aktie vorbörslich im Plus ist, müssen dann sich selbst eindecken mit der Aktie, müssen die Aktie kaufen, um ihre Risiken zu begrenzen. Und genau das Spiel passiert dann eben auch auf der Unterseite, wenn es denn mal passiert. Und das ist das, was wir heute sehen. Wir sehen vor allem Optionen, die hier gegrillt werden, Leute, die gehebelt im Markt sitzen und jetzt mit dieser Bewegung nach unten ganz kalt erwischt werden. Und die Market Maker, die müssen sich jetzt absichern, aber diesmal auf der Unterseite. Die müssen also die Aktie von Tesla leer verkaufen. Nur so entsteht ein solcher Prozess. Dann kam noch erschwerend hinzu, dass Michael Burry gesagt hat, den Sie vielleicht aus The Big Short kennen, ja, der Elon, der muss vielleicht Schulden bezahlen und ja, da ist vielleicht was dran, denn der gute Elon hatte Stand Juni 2020 48% seiner Aktien, die er hat, und das sind ja nicht ganz wenige, die hat er bereits als Sicherheit eingesetzt für bestimmte Geschichten, für SpaceX oder was auch immer. Jedenfalls ist der Mann auch selber hochgehebelt und wenn dann etwas nach unten geht, dann wird seine Sicherheit geringer. Man könnte Elon Musk als Paradebeispiel des gehebelten Systems bezeichnen, der sozusagen ein immer größeres Rad dreht, das so lange funktioniert, als die Dinge nach oben gehen. Wenn die Dinge nach unten gehen, dann haben wir eine Beschleunigung nach unten, die sich gewaschen hat und das droht letztendlich dem ganzen System. Hier sehen wir mal zwei wunderbare Charts. Wir sehen den Net Worth, also praktisch das Vermögen der US-Haushalte. Und das ist gestiegen. A, weil natürlich die Aktien gestiegen sind und die Amerikaner haben ja in der Regel Aktien, vor allem die ganz reichen Amerikaner, weil die Immobilienpreise gestiegen sind und weil es obendrauf noch Helikoptergeld gab. Also das war natürlich eine perfekte Mischung. Fragt man dieselben Leute allerdings, erwartest du eine bessere Wirtschaft? Dann sehen wir einen ziemlichen Absturz. Da ist eine gewisse Differenz am Start, die auffällig ist. Und jetzt kommt etwas, was nach meiner Auffassung absolut an die Finanzkrise 1.0 erinnert, nämlich Hebelung im System über Immobilien. Wir sehen das etwa die Amerikaner jetzt extrem stark ihre eigene Immobilie beliehen haben, so stark wie seit
kurz vor Platzen der der Immobilienblase nicht mehr. Und wenn man sie fragt, ja, was hast du mit dem Geld gemacht? Also die Amerikaner nutzen faktisch die eigene Immobilie als Sicherheit, leihen sich dafür bei der Bank Geld. Jetzt könnte aber folgender Prozess passieren. Was ist denn, wenn die Immobilienpreise fallen und wenn die Aktienmärkte fallen? Denn diese Leute, die haben zu 27%, die hier eigene Immobilie beliehen haben, haben sie Aktien gekauft oder Optionen gekauft, haben also auf steigende Aktienmärkte gewettet. Was passiert, wenn die Immobilienpreise fallen und die Aktienmärkte fallen? Dann sehen wir eine totale Enthebelung nach unten. Das ist ein Prozess, der radikal und heftig verlaufen wird. Die Mehrheit hat die eigene Immobilie renoviert. Das macht Sinn, um sozusagen hier ein bisschen Haltung zu betreiben, die Wertigkeit der Immobilie zu erhalten. Das macht Sinn, aber wir sehen, dass wir hier eine massive Hebelung im System haben, die darauf basiert, dass immer die Preise weiter steigen, die Immobilienpreise, die Aktienpreise. Wenn das aber nicht mehr passiert, dann ist Dunkeltuten. Und dass das nicht passiert, das haben bisher die Notenbanken garantiert. Aber was ist, wenn die Notenbanken die Kontrolle verlieren? Das ist die große Frage, die sich stellt. Insgesamt sehen wir jetzt diese Ungleichverteilung in den USA dennoch, obwohl viele davon partizipieren, dass sie eine eigene Immobilie haben, dass sie also auf dem Papier immer reicher werden. Eine Art Preisillusion, könnte man sagen, sehen wir, dass die USA jetzt offiziell in einer Bananenrepublik angekommen sind. Die Top 0,1% haben mehr Reichtum als 90% der Amerikaner zusammen. Die Top 1%, hier sehen wir unten in der Grafik der Deutschen Bank, deren Einkommen ist immer weiter gestiegen, während die unteren 50%, deren Einkommen ist immer weiter gesunken. Und auch das ist eine Hebelung im System, die nicht lange funktionieren kann. Irgendwann ist das Seil so angespannt, dass es zurückschnappt. Und dann macht es Bums. Und ja, das Thema Inflation, das ist das große Thema, nämlich die Kontrolle der Notenbanken. Wir hatten heute die US-Erzeugerpreise, morgen kommen ja die US-Verbraucherpreise, die werden sehr interessant. Mit einem Anstieg von 8,6% zum Vorjahresmonat, absoluter Rekord. Und unten sehen wir mal die Verbraucherpreise minus die Erzeugerpreise. Da sehen wir ein neues Allzeittief. Das heißt, der Druck auf die Margen der Unternehmen wird größer. Bisher konnten diese Unternehmen eben diesen Margendruck weitergeben, weil die Konsumenten, die hatten Geld in der Tasche, Helikoptergeld, Aktienmärkte gestiegen, Immobilien gestiegen, also man fühlte sich reich, alles kein Problem, wenn ein Unternehmen die Preise für seine Produkte erhöht, so what kann ich mir leisten? Das war das Thema. Aber vielleicht, wenn jetzt mal der Wind anders weht, dann wird es andersrum laufen. Die Unternehmen haben bisher ihre Preise weitergeben können. Deswegen sind die Margen nach wie vor sehr gut, aber der Druck auf die Margen, der wird immer größer. Und deswegen sind unter anderem die sogenannten Small Businesses, also die kleinen Unternehmen, zunehmend pessimistisch. Wir sehen hier, dass die Business Conditions für die nächsten 6 Monate jetzt so schlecht eingeschätzt werden wie seit November 2012 nicht mehr. Und die große Sorge dieser Small Businesses, das sind die Gehaltserhöhungen, sind die Lohnkosten, die die Firmen haben. Sie sehen also, wie die Dinge hier immer teurer werden, wie die Inputkosten steigen, wie man als kleines Unternehmen vielleicht nicht so diese Preissetzungsmacht hat wie große Unternehmen. Das ist das große Problem. Hierzulande, also in Deutschland, ist natürlich alles chico. Wir sehen, dass die Insolvenzen 14% unter dem Vorjahresmonat sind. Eigentlich alles total entspannt, aber die Insolvenzwelle könnte bald im Mittelstand beginnen, vor allem zunächst mal bei den Autozulieferern. Das ist sozusagen das schwächste Glied in der Kette, das bald hier dran sein könnte. Ja, Inflation und Notenbanken, das ist ja das große Thema. Behalten die Notenbanken die Kontrolle über die Märkte, solange die Märkte glauben, dass die Notenbanken die Inflation im Griff haben. Aber die Konsumenten in den USA, laut Umfrage, sehen, da ist überhaupt nichts dran an diesem Narrativ transitory. Sie glauben nicht dran. Wir sehen, wie hier die Erwartungen für Inflation nach oben schießen. Oberer Chart, im unteren Chart sehen wir, dass die Erwartungen, wie die Mieten sich entwickeln, massiv nach oben schießen. Das ist ja der Hauptposten für die meisten Privatleute. Also sie erwarten, dass die Dinge immer teurer werden und diese Inflationserwartungen sind eine self-fulfilling prophecy, die werden dann zu steigenden Preisen führen. Hier sehen wir mal von Nordea etwa, die haben heute 5 Charts aufbereitet, die zeigen, warum diese Inflation nicht transitory ist, warum die Fed uns praktisch Nonsens erzählt. Und wir sehen auf der unteren oder bei der unteren Grafik, dass diejenigen, die jetzt keine Arbeitslosenunterstützung mehr bekommen, die ja in Corona ausbezahlt wurde, aber
Ende September dann in allen US-Bundesstaaten abgelaufen ist, dass die schon deutlich weniger konsumieren, während diejenigen weiter konsumieren, die eben nicht von diesen Hilfen offenkundig abhängig waren. Aber die werden nur konsumieren, solange die Immobilienpreise steigen und die Aktienpreise steigen. Und all das weiß die Fed. Deswegen weiß sie auch, wir müssten längst die Zinsen anheben. Aber sie machen es nicht, weil sie sagen, dann geht der Konsum nach unten, dann geht die Wirtschaft nach unten und dann wird dieses ganze Ponzi-Schema zusammenfallen, denn Ponzi-Schemen, die funktionieren nur so lange, wenn sozusagen immer neue willige Käufer in den Markt kommen. Diejenigen, die früh genug aussteigen, das sind die Gewinner. Die meisten aber verlieren, weil sie zu spät aussteigen. Ein System, das permanent sich nach oben spulen muss, um zu funktionieren. Das nennt man Ponzi-Schema nach diesem Italiener, der in den USA ein solches Schema eingerichtet hat, etabliert hat, wo Leute, die Geld angelegt haben, massive Zinsen bekamen, die völlig über dem Durchschnitt waren. Und das Ganze ging so lange gut, bis es nicht mehr gut ging, und das ist diesmal auch der Fall, weil wir es eben mit einem Ponzi-Schema zu tun haben. Und der Link, der Missing Link zu diesem Platzen des Ponzi-Schemas, das ist die Inflation. Goldman Sachs hat jetzt einen sogenannten Contrarian Take gemacht und gesagt, also wir glauben, dass die Inflation doch ein bisschen dauerhafter sein wird, länger sein wird, strukturell sein wird. Wir haben heute etwa die Nachricht, dass Macy's den Mindestlohn angehoben hat. Macy's, eine große Einzelhandelskette in den USA. Wir haben die EZB. Gott sei Dank haben wir die EZB, muss man sagen. Knot, der Holländer, einer der, sagen wir mal, vernünftigeren innerhalb der Notenbank, hat gesagt, ja, also die Bedingungen sind noch nicht da, dass wir in 2022 die Zinsen anheben können. Eigentlich ein dovischer Kommentar. Aber die Anleihemärkte spielen das Gegenteil. Wir sehen nämlich, dass der Spread, also die Renditedifferenz, die Risikoprämie zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen so hoch ist, wie seit langem nicht mehr. Wir sehen also, dass die Märkte durchaus mit einer Straffung der Geldpolitik rechnen, dass sie sagen, nein, ihr seid hinter der Kurve, ihr müsst die Zinsen anheben, auch wenn ihr uns jetzt erzählt, dass ihr das nicht machen wollt. Kommen wir, meine Damen und Herren, noch zu den Märkten. Wir hatten in den letzten drei Sessions die ungewöhnliche Situation, dass sowohl der VIX, also die VOLA, als auch der S&P 500 gestiegen sind. Ungewöhnliche Konstellation, muss man sagen. Und insgesamt, wenn wir heute positiv schließen würden, sieht jetzt nicht danach aus, aber wer weiß, dann hätten wir jetzt 9 Handelstage in Folge mit Gewinnen. Das gab es zuletzt im November 2004, also seit 17 Jahren nicht mehr. Und dann wären wir auch in 17 der letzten 19 Handelstage positiv. Das gab es zuletzt im Dezember 1971. Also wir machen Rekorde angesichts einer so erfreulichen Situation. Ist das ja auch nachvollziehbar, meine Damen und Herren. Sven Henrik hat hier mal den Nasdaq und die VOLA im Nasdaq miteinander verglichen und sagt, okay, der Nasdaq stößt oben an seine Trendkanalbegrenzung an und der VIX, also praktisch die VOLA, der VXN, auf den Nasdaq, der stößt jetzt an, um da auszubrechen vielleicht. Wir werden sehen, ob das passiert, aber die Situation ist durchaus ein bisschen fragil. Kommen wir fast abschließend noch nach China, meine Damen und Herren. Hier haben jetzt viele chinesische Städte, wie heute gemeldet wurde, die Bedingungen verschärft, um Land zu kaufen, weil man eben auch sagt, die Hebelung im System bei diesen Immobilienentwicklern, die ist so extrem, das können und wollen wir nicht noch weiter forcieren. Und insgesamt, meine Damen und Herren, noch ein wichtiger Punkt hier, der Bauernverband aus Schleswig-Holstein, oho, man höre und staune, hat mal vorgerechnet, ob das für deine Kinder noch reicht. 2050 bleiben jedem Menschen nur noch 1500 Quadratmeter Ackerland zur Ernährung. 1970 waren das noch 3800, 2000 waren es noch 2300, es wird also immer weniger. Straßenbau, all diese Dinge, da wird immer weniger Ackerland zur Verfügung stehen und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Nahrungsmittelpreise weltweit gesehen massiv nach oben schießen. Wir sind jetzt genau auf dem Niveau, als damals der arabische Frühling ausgebrochen ist. Wir wissen, dass Nahrungsmittelpreise absolut wichtig sind für politische Entwicklungen, vor allem in Ländern, die instabil sind, die also fragil sind. Das ist ein Riesenpunkt. Dieser ganze Komplex, den ich beschrieben habe, den habe ich heute in einem Artikel versucht zu konzentrieren, nämlich Immobilienblase USA,
mit den Algorithmen in den Crash, denn es sind Algorithmen, die massiv dafür gesorgt haben, dass die Preise in den USA bei Immobilien gestiegen sind. Denn viele Firmen haben solche Algorithmen eingesetzt, die haben gekauft und wir haben jetzt bei Zillow, diesem US-Unternehmen, gesehen, dass die plötzlich auf ihren Beständen sitzen bleiben, weil zu teuer gekauft wurde. Und möglicherweise ist vieles dieser Nachfrage überhaupt gar nicht vorhanden, sondern durch Algorithmen bedingt. Und es waren die Algorithmen, die schon in der Finanzkrise 1.0 ja massiv versagt hatten, nämlich mit der Auffassung, das Risiko, dass alle Märkte gleichzeitig fallen, tendiert absolut gegen Null. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Crash passiert, wie er dann faktisch 2008 folgende passiert ist, die lag nach Berechnung der Algorithmen bei 1 zu 3,5 Milliarden, also praktisch 6, 7, 6er im Lotto hintereinander, praktisch undenkbar, aber es ist dennoch passiert. Ich werde in diesen Artikel, der glaube ich sehr wichtig ist, den werde ich Ihnen unter dem Video verlinken, meine Damen und Herren. Und da heute der Jahrestag des Mauerfalls ist, wollen wir auch mal eine konträre Sicht auf die Geschichte einnehmen mit folgendem Bild hier. Wir danken unserem Genossen Erich Honecker, dass er uns 40 Jahre die Wessis vom Hals gehalten hat. Das wird man sich wahrscheinlich jetzt in Ostdeutschland denken, vielleicht auch bei mir nach diesem Video, wie auch immer. Also, das ist vielleicht noch ein kleiner Scherz. Diese Grafik stammt übrigens von Erich Honecker, der bei Facebook noch aktiv ist. Ist natürlich nicht wirklich Erich Honecker, aber ein sehr, sehr lustiger Account bei Facebook. Erich Honecker, Staatsratsvorsitzender, glaube ich, ist der volle Titel. Schauen Sie sich ruhig mal an. Aber ansonsten verweise ich nochmal auf diesen Artikel, wenn es ernster zur Sache geht. Immobilienblase USA mit Algorithmen in den Crash. Und sage Servus und Ciao.